Tore an und die Highlights aus der zweiten Hälfte. Vero legte die gleich mal los. Turbine Potsdam kam dann etwas besser ins Spiel, traute sich auch mal in die Abschlüsse. Aber dieser Schluss von Welti, der Schweizerin, gar kein Problem für Desiree Schumann. Dann Gareth Frekes mit der tollen Übersicht und Šašić mit ihrem dritten Tor zum 4:0. Kurz nach wieder Anpfiff. 49. war es, meine ich. Fei Wang ohne Chance. Potsdam, wenn dann mit Natascha Andonova. Aber auch so war Desiree Schumann nicht zu überwinden. Wesley mit dem Lattenkopfball. Und bei diesem Zusammenschnitt sieht man auch, ja, Potsdam wurde mutiger. Verschoss dann allerdings den Elfmeter hier. Durch Kramer. Das wäre es nochmal gewesen für Turbine Potsdam. Die dann erst sehr, sehr spät rankam. Durch Wesley. Nach Vorlage von Kramer, die den Elfmeter verschossen hatte. Aber dann machte Frankfurt wieder ernst und die eingewechselte Mandy